Der Patch 3.18 steht, was Schiffe betrifft, ganz im Zeichen von Drake. Und auch wenn uns sicher zur Expo im November mindestens ein weiteres Flight-Ready-Schiff erwartet, so sind die Drake Corsair und natürlich die Drake Vulture 2 sehnsüchtig von der Community erwartete Schiffe. Es wird also mal Zeit, dass wir uns diese beiden genauer anschauen, was sie können und welches Gameplay sie mit sich bringen. Ihr seht ein Video der Starlight Nomads und mein Name ist Sleepy Knight. Doch bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis auf unseren Twitch-Kanal. Dort sind wir jeden Dienstag ab 21 Uhr für euch live und freuen uns, wenn ihr mal reinschaut. Finden könnt ihr unseren Kanal unter twitch.tv/sldc-live. Wie immer gilt, wenn euch gefällt, was wir auf diesem Kanal machen, abonniert ihn, liked das Video oder schreibt uns in den Kommentaren. Wir freuen uns über jedes Feedback. Drake Corsair besitzt innerhalb der Star Citizen Community einen gewissen Kultstatus und zählt zu den am meisten erwarteten Schiffen. Die Designsprache Drakes ist dabei nicht jedermanns Sache. Wer nicht auf simples Design steht, das die Funktionen und die Form über allen stellt, kann meistens auch mit Drake nichts anfangen. Wer allerdings genau dieses simple, funktionale und auch mitunter sehr einfache Design mag, ist bei Drake genau richtig und zumeist auch ein Drake-Fan. Die Corsair ist dabei schon fast ein Sinnbild für Drakes Design. Und auch wenn sich CIG, was Schiffsdesigns betrifft, schon oft bei anderen Franchises hat inspirieren lassen, so sticht die Corsair mit ihrem Design schon besonders heraus und stellt zumindest für mich das perfekte Lonely Wolf Schiff dar. Auch wenn sie offiziell ein Explorer ist und dementsprechend über alle technischen Einrichtungen verfügt, um dieser Aufgabe nachzukommen, so ist sie vor allem auch ein potenter Allrounder, der mit einer ordentlichen Bewaffnung auch austeilen kann und mit einem für die Schiffsgröße ordentlichen Cargo Space auch ein wenig Transportaufgaben übernehmen kann oder ein Bodenfahrzeug bis hin zur Größe eines Ursa Rovers mitnehmen kann. Interessant wird dabei auch sein, wie hoch die Reichweite des Schiffes mit seinen Tanks ist. Dadurch, dass die Corsair offiziell als Explorer ausgelegt ist, könnte ihre Reichweite sogar relativ hoch sein, was sie wiederum gerade für Lonely Wolf Spieler oder kleine Gruppen zu einem sehr interessanten Schiff auch im Hinblick auf das Pyro-System machen würde. Doch erst einmal genug geschwärmt von der Corsair und kommen wir zu den harten Fakten, was dieses Schiff betrifft. Offiziell als Explorer eingestuft, zählt sie gerade noch zur Größe Large, wie beispielsweise das Konkurrenzmodell von RSI, die Constellation Aquila. Auch wenn die Komponenten, die sie nutzt, alle nur Size 2 sind. Mit einer Länge von 55 Metern, einer Breite von 27 Metern, wenn die Flügel eingeklappt sind, sowie 56 Metern bei ausgeklappten Flügeln und einer Höhe von ebenfalls 11 bzw. 31 Metern, ist sie noch immer so kompakt, dass sie wohl später auch einmal bequem auf einer Drake Kraken landen können wird. Ausgelegt ist das Schiff für eine Crew von 1-4 Personen, was sie, wie schon erwähnt, zum perfekten Schiff macht, um loszuziehen und das eine oder andere Abenteuer zu erleben. Komponentenmäßig verfügt sie über einen Size 2 Radar, einen Size 2 und einen Size 1 Bordcomputer, sowie jeweils zwei Size 2 Powerplants, Kühler und Schildgeneratoren. Angetrieben wird sie von einem Size 2 Quantum Drive. Die Corsair ist, was Schilde und was Panzerung betrifft, nicht gerade das stärkste Schiff, macht dies aber mit ihrer Manövrierbarkeit vor allem in der Atmosphäre durch ihre Flügel und ihre starke Bewaffnung wieder wett. So stehen ihr folgende Waffenslots zur Verfügung. Für den Piloten haben wir 4 Size 5 Hardpoints sowie 2 Size 4 Hardpoints.
zwei bemannte Turrets mit jeweils zwei Size 2 Hardpoints sowie einen weiteren Remote Turret mit zweimal Size 2 Hardpoints. Auch raketentechnisch ist sie für ein Schiff dieser Größe gut bestückt. So hat man entweder 4x Size 4 Hardpoints zur Verfügung oder 8x Size 3. Auch hier kann man ganz klar merken, das Schiff, das auf maximal 4 Personen ausgelegt ist, kann sich auch wirklich mit allen 4 Personen verteidigen. Auch hier wieder ein guter Anreiz für Abenteurer oder eben auch vielleicht Piraten. Mit dieser Bewaffnung bei ihrer vergleichsweise kleinen Größe ist sie sogar wesentlich stärker bewaffnet als die wesentlich größere Anvil Carrick, die dafür aber ein sehr viel dickeres Fell besitzt und einiges mehr einsteckt. Released wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit im November mit der diesjährigen IAE. Doch für Drake-Fans hält dieser Patch noch weit mehr bereit, denn mit der Drake Vulture kommt auch das erste Industrieschiff von Drake ins Spiel. Die Vulture stellt dabei für das Gameplay des Salvaging das kleinste Schiff dar. Als Single-Seater ist sie quasi das Pendant zur Misk Prospector beim Mining. Auch sie ist ein von der Community sehr erwartetes Schiff, aber wahrscheinlich vor allem wegen dem Gameplay, das sie mit sich bringt und weniger wegen des Schiffes selbst, wobei natürlich sich auch viele auf das Schiff an sich freuen. Wobei ich mich da selbst nicht ausnehme. Auch die Corsair ist ein klares Kind der Designsprache Drakes. Was hier allerdings wohl für die meisten, die mit Drake Designs nicht so viel anfangen können, weniger ein Problem darstellt, da es sich um ein Industrieschiff handelt. Interessant zu erwähnen ist, dass sie laut bisherigen Stand wohl auch über eine relativ hohe Reichweite im Quantum verfügen soll für ein Schiff ihrer Größe. Doch kommen wir zu den Daten rund um das Schiff. Mit ihrer klar definierten Rolle als Salvaging-Schiff für Einmannbesatzung zählt sie bei der Größe nur zu den kleinen Schiffen. Sie verfügt über 16 SEU Cargo Space, der für das geborgene Material der Schiffswracks, die Vulture zerlegt, gedacht ist. Ihre Ausmaße betragen dabei 33 Meter in der Länge, 16 Meter in der Breite und 9 Meter in der Höhe. Mit diesen Maßen wird sie wahrscheinlich auch auf den meisten Trägerschiffen, wie zum Beispiel einer Drake Kraken oder einer Anvil Liberator, noch landen können. Komponententechnisch verfügt sie über zwei Size 1 Powerplants, zwei Size 1 Kühler, zwei Size 1 Schildgeneratoren sowie einen Size 1 Quantum Drive. Waffentechnisch hat sie zwei Size 1 Hardpoints, was alles andere als eine starke Bewaffnung ist. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sie als Salvaging-Schiff nicht wirklich für einen Kampf ausgelegt ist. Zielgruppe der Vulture stellen dabei ganz klar Spieler dar, die sich für das Industrie- und Produktionsgameplay interessieren und weniger am Kampf interessiert sind oder eben eine Alternative für den Kampf suchen, um auch mal einen ruhigen Abend zu verbringen. Beide Drake-Schiffe werden mit Patch 3.18 released, wobei die Vulture eine gute Chance hat, direkt mit dem Patch 3.18 live zu kommen, während die Corsair wohl eher ein Schiff für die Expo werden wird. Doch meine Frage an euch lautet: Freut ihr euch auch so sehr wie ich auf die beiden neuen Drake-Schiffe oder sind euch Drake-Schiffe einfach total egal? Beißt ihr womöglich bei der Drake Vulture sogar in den sauren Apfel und holt sie euch für das Salvagen, obwohl sie von Drake ist? Schreibt mir doch einfach in den Kommentaren. Ich freue mich auf eure Antworten. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit im Verse. Euer Sleepy Knight.